Moin Leute, heute habe ich Josi mit dabei. Moin Leute. Josi ist meine erste Anlaufstelle, wenn es um Thema Fitnessübungen geht. Und gerade beim Tauchen braucht man die eine oder andere Übung. Und die möchte Josi euch heute zeigen. Los geht's. Eigentlich hatten wir vor, heute Schnuppertauchen zu gehen. Denn ist leider ins Wasser gefallen. Ja, Josi will schon immer tauchen lernen und wir haben das schon so lange geplant. Zwei Jahre. Jetzt wollten wir heute tauchen gehen. Nichts draus geworden. Deshalb sind wir heute hier. Denn Josi, erzähl mal, was du eigentlich machst. Also mit dem Tauchbusiness habe ich bisher leider noch nicht so viel zu tun. Ich bin eigentlich Fitnesstrainerin. Hauptsächlich arbeite ich in einem Fitnessstudio und betreue da die Leute und erstelle auch Trainingspläne für die. Und das ist eben immer ganz individuell. Dabei fällt mir aber auf, dass die meisten Leute auch immer die gleichen Probleme haben, ob es jetzt Rückenschmerzen sind oder Probleme mit der Beweglichkeit im Schulter- oder Hüftbereich. Und ich glaube, gerade das ist halt auch so ein großes Thema und auch beim Tauchen nicht absolut förderlich. Deswegen bin ich auch zu Josi gekommen, weil ich beweglich bin wie ein doppelter T-Träger. Und habe gesagt, Josi, erstell mir doch mal einen coolen Fitnessplan für die ein oder andere Übung, die ich auch immer wieder mit meinen Schülern mache in den Kursen. Und gerade sehe ich oft bei vielen meiner Schüler sind Leute, die im Büro tätig sind und die haben oft hier verkürzte Sehnen. Und diese verkürzten Sehnen machen das Problem, dass sie Probleme haben bei den Flossenschlagtechniken, genauso auch im Trim. Und deshalb hilft uns Josi da mal die ein oder andere Übung heute zu zeigen. Und ich würde sagen, was brauchen wir dafür? Also wir brauchen eigentlich nicht viel, nur eine Matte wäre ganz gut und bisschen Platz, würde ich sagen, oder? Ja. Dann schieben wir das Ding mal hier weg. Okay, Leute, lasst uns starten. Ich habe 2-3 Übungen für euch dabei, um die Hüftmobilität zu verbessern, ganz besonders um den Hüftbeuger aufzudehnen. Und wie gesagt, ihr braucht eigentlich nur eine Yogamatte dafür. Wir werden die ganze Zeit auf den Knien sein. Wenn du schon weißt, dass du Knieprobleme hast, dann leg dir noch ein Kissen oder ein Handtuch darunter, um das ein bisschen abzupolstern. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt schon mal los. Ich zeige euch den Hüftbeuger-Stretch einmal kurz von vorne. Ihr startet auf den Knien, die sind hüftweit auseinander. Und dann macht ihr mit einem Fuß einen Schritt nach vorne. Hier ganz wichtig darauf achten, dass die Schultern direkt gerade über den Hüften ausgerichtet sind. Und dann einmal die Hüften ein bisschen nach vorne schieben, sodass ihr hier vorne die Dehnung spürt. Das Ganze zeige ich euch jetzt einmal von der Seite, damit ihr das noch besser sehen könnt. Knie hüftweit, einen Schritt nach vorne und dann die Hüften vorschieben. Schau mal, dass das Knie direkt über dem Fußgelenk ausgerichtet ist und dass der Oberkörper aufgerichtet ist und die Schultern ein bisschen zurückgezogen. Und dann kannst du diese Dehnübung erstmal ungefähr eine halbe Minute halten, so 30 Sekunden. Genau. Und als nächstes gehen wir in den Gegenspieler, strecken das vordere Bein einmal lang aus und schieben jetzt einmal die Hüfte zurück. Das ist jetzt eine Rückseitendehnung für die Rückseite vom Oberschenkel. Und wenn ihr hier das Knie lang ausstreckt und die Hüfte zurückschiebt, dann spürt ihr auf jeden Fall auch schon eine intensive Dehnung hier hinten in der Rückseite vom Oberschenkel. So, und als nächstes gehen wir dann wieder nach vorne und erweitern jetzt einmal unseren Hüftbeuger-Stretch. Indem wir die Hände neben den Fuß bringen, Hände schulterweit auseinander. Und dann kannst du beginnen, deine Hüfte so ein bisschen zu schaukeln von einer Seite zur anderen, hier ein bisschen Bewegung reinzubringen, dich einmal ganz locker zu machen um dein Becken. Und wenn du die Dehnung jetzt noch ein bisschen vertiefen möchtest, dann stell mal deinen Fuß hinten auf und löst dein hinteres Knie vom Boden. Und lass dich hier einmal richtig durchhängen. Die Hände presst du gleichmäßig in den Boden, um die Schultern zu stabilisieren. Und dann auch hier wieder ein bisschen schaukeln. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt noch einen kleinen Twist mit einbauen. Dann legst du deine Hand vorne auf den Oberschenkel rauf, rotierst aus der Brust nach vorne und atmest einmal tief ein und streckst den Arm hoch zur Decke. Schaust du den Fingerspitzen.
Ziehst die Schultern etwas zusammen, öffnest weit deine Brust. Und dann kommst du wieder nach unten, löst die Dehnung. Alles auf der anderen Seite. Erstmal mit dem Hüftbeuger-Stretch starten. Hinteres Bein einmal nach vorne. Hier wieder auf die Knie- und Sprunggelenkposition achten. Hüfte weit nach vorne schieben, Oberkörper aufrichten. Die Dehnung hier vorne spüren. Und für den Gegenspieler dann einmal wieder das Gewicht nach hinten verlagern. Vorderes Bein strecken, Hüfte zurückschieben. Vielleicht kommst du ein bisschen tiefer mit dem Oberkörper. Und dann wieder nach vorne. Hände diesmal wieder innen neben den Fuß. Schulter weit, Hände gleichmäßig in den Boden pressen. Ein bisschen die Hüfte schaukeln, rechts und links. Ruhig und gleichmäßig atmen dabei. Und für etwas mehr Intensität hinten wieder den Fuß aufstellen, das Knie lösen. Die Hände ein bisschen mehr jetzt in den Boden pressen, um die Schulter wieder zu schützen, zu stabilisieren. Und das Becken einmal richtig nach unten hängen lassen. Lunge Twist auch auf dieser Seite. Hand erstmal auf den Oberschenkel legen. Nach hinten rotieren und dann mit einem tiefen Atemzug nach oben strecken. Beim Ausatmen noch ein bisschen weiter nach hinten lehnen. Schultern weit zusammenziehen. Ganz groß öffnen. Und dann wieder zurück. Tja. Und das war jetzt schon eine ganz einfache Sequenz, die jeder zu Hause nachmachen kann. Entweder morgens oder abends vorm Schlafen gehen. Einfach ganz leicht in den Alltag mit einbauen. Ja, viel Spaß damit. So Leute, hoch von der Couch. Wenn ihr jetzt jeden Tag 5 Minuten investiert, dann werdet ihr hier auch wieder flexibler. Denn das braucht ihr für einen guten Trim, dass ihr hier wirklich schön gerade werden könnt. Und mit der Übung, denke ich mal, wird das gut funktionieren. Und deshalb bringen wir euch das nächste Mal noch andere Übungen mit, um einfacher an die Ventile zu kommen. Dafür gibt es die eine oder andere Übung, die du mir auch schon gezeigt hast. Die wollen wir natürlich auch euch zeigen. Und hast du noch was? Ja, ich helfe dir dabei, deine Fitness zu verbessern und du hilfst mir dabei, eine gute Taucherin zu werden. Yes. Und wenn auch ihr gute Taucher werden möchtet, dann solltet ihr auch unbedingt zu Tech Waters kommen, denn da könnt ihr eure Skills verbessern und kriegt die besten Tipps. Mensch. Perfektes Verkaufsvideo. Das benutzen wir für was anderes. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Schreibt in die Kommentare, ob es euch gefallen hat, dass ihr auch mal wieder ein anderes Gesicht vor der Kamera bekommt. Nicht nur mich, sondern auch Josie. Vielen Dank.